Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem kommt gerade richtig gut an. Und das zu großen Teilen wegen dem phänomenalen Animationsstil, der, wie ich finde, sehr stark durch die Spider-Verse-Filme inspiriert wurde. Die Animation hat so einen ganz eigenen Stil, der so wirkt, als wären die Figuren und Umgebungen ganz grob skizziert. Sieht echt stark aus, vor allem bei schnellen Action-Szenen und wenn gekämpft wird. Die Story des Films ist relativ vorhersehbar, was den Film aber nicht schlecht macht. Ganz im Gegenteil, es gibt uns als Zuschauer etwas mehr Zeit, die wir mit den vielen verschiedenen Charakteren und ihren echt skurrilen Eigenheiten verbringen können. Der Film ist ganz klar auf Kinder abgezielt, vor allem was den Humor angeht. Ich habe zwar manchmal schmunzeln müssen, aber oft hat mir einfach ein bisschen der emotionale, erwachsenere Kern gefehlt. Diese charakterliche Tiefe können nämlich auch Teenager-Charaktere haben. Das haben wir zum Beispiel bei Across the Spider-Verse gesehen. Alles in allem sind die Charaktere wirklich lustig, der Bösewicht sehr cool, aber irgendwie auch furchteinflößend und die Animation absolut brillant. Mich freut's echt, dass so große Studios wie Sony, DreamWorks oder auch Paramount sich mittlerweile mehr trauen, wenn es um Animationsfilme geht.